Guten Morgen. Es wird beeindruckend, liebe Zuschauer. Er will ins Guinness-Buch der Rekorde. Rund 90 Kilogramm schwer und eine Schulterhöhe von fast einem Meter. Die deutsche Dogge Ramses aus dem brandenburgischen Zossen ist wirklich eine wahre Erscheinung. Er sitzt ehrlicherweise schon zu meinen Füßen und ist trotzdem so groß wie ich. Der Besitzer spekuliert für sein Tier sogar auf den Titel des größten lebenden Hundes der Welt. Ist er der größte lebende Hund der Welt? Nachdem der Vorgänger gestorben ist, erhebt jetzt Ramses mit seinen Traummaßen den Anspruch auf den Titel. Weil hier hört halt sozusagen dieses Schulterblatt hier oben auf. Und in diesem Knick sind wir halt bei den 98 cm. Gleich gibt es ein gesundes Fressen. Ramses weiß aber auch, dass er nicht in die Küche darf. Günstig ist so ein Riesenhund nicht. Im Schnitt um die 250 Euro, also mit Krankenversicherung, mit Futter, mit Leckerlis. 2,5 Kilo frisst der wahrscheinlich größte Hund der Welt auf einmal. Na los. Auch beim Thema Schlafen braucht Ramses eine Extrawurst. Also Körbchen haben wir von Anfang an gesagt, es gibt nichts. Es gibt nichts, was man in der Größenordnung so kaufen kann, wo er wirklich bequem liegt, ohne halt gedrängt drin zu liegen. Und von daher war halt nur normales Bett möglich. Wenn Ramses dann wirklich offiziell als größter Hund anerkannt wird, dann wird Patrick Hein das auch gebührend feiern. Also, wenn wir gewinnen, kommt die Urkunde aus Amerika, dann sein Pfotenabdruck und seine Steuermarke. Die kommt dann halt tätowiert, entweder oben auf die Brust oder halt auf die freie Wade mit drauf. Ramses hat eine Mission. Er will Weltruhm erlangen und den begehrten Titel größter lebender Hund der Welt nach Deutschland bringen. Patrick Hein ist der Besitzer von Ramses. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr beide heute Morgen bei uns seid. Du hast gerade schon verraten, du wolltest so einen richtigen Männerhund. Genau. Und hat das ist geklappt. Er geworden. Wahrscheinlich der größte Hund der Welt. Wie sind denn üblich so die Reaktionen, wenn du mit dem so durch die Straßen tigerst? Ja, immer angesprochen, immer Fotos. Insta-Account, da verweisen wir immer drauf, da sind die meisten Bilder drauf. Und halt immer, ja, Respekt haben die Leute. Ja, es geht mir ähnlich. Man muss schon sagen, also ich hoffe, das kommt im Fernsehen so rüber, aber es ist schon, wenn der vor einem aufsteht, das ist schon wirklich ein Wahnsinnstier. Und der ist unfassbar lieb, das muss man auch dazu sagen. Also der ist jetzt hier gar nicht auffällig unangenehm, sondern ganz süß. Und trotzdem ist er halt einfach eine krasse Wucht. Habt ihr damit gerechnet, dass er so groß wird? Also wann hat sich das abgezeichnet? Nein, dass er so groß wird natürlich nicht. Wir haben uns extra kleine Elterntiere gesucht, also normale. Oh. Also die Mutter 50, der Vater 60 Kilo. Und haben das Baby abgeholt mit 8 Wochen und 8,5 Kilo. Und daraus wurde er. Und er wuchs und wuchs und wuchs. Genau. Und wann hat man das erste Mal gedacht, vielleicht könnte der sogar so groß sein, dass er der größte Hund der Welt wird? Bei unseren Spaziergängen. Also sprich, wir gehen viel auf Flohmärkte und sowas. Und dann war halt immer die Reaktion gigantisch, riesengroß, noch nie gesehen und alles sowas. Und da hat sich das irgendwo abgezeichnet, dass er irgendwo anscheinend ja doch größer ist wie normale Doggen. Wie würde man den denn jetzt messen? Also wenn man jetzt hier mal so einen Zollstock hätte. Bitteschön. Wenn der jetzt aufsteht, dann ist er, also der Meter von wo bis wo? Von unten, vom Vorderläufe bis in diese Knickkante überm. Ah ja, verstehe. Also man misst dann gar nicht bis zum Kopf, weil ich sag mal, wenn der sich auf die Hinterpfoten stellt, dann ist der ja also noch mal entschieden größer. Dicker Steh. Es ist auch aufregend hier im Studio, muss man sagen. Wir haben da großes Verständnis. Komm mal her. Wow. Also man könnte jetzt, also stellen Sie sich das einfach vor, es ist ein Meter. Er ist bis zum Schulterblock ein Meter hoch. In dieser Knickkante halt oben. Verstehe. Und du warst schon beim Guinness-Buch der Rekorde, haben die das schon gemessen? Nein, wir haben es eingereicht und ich muss jetzt die Nachweise erbringen. Sprich, ich muss mit einem Hundezüchter diesen Knickpunkt hier vermessen. Das muss als Videobeweis und als Fotobeweis gemacht werden. 3 Messwerte, daraus den Mittelwert und dann nochmal vom Tierarzt bestätigt werden, dass der Hund
nicht operiert wurde, dass die Beine nicht verlängert wurden, Gottchen, dass der Hund ausgewachsen und gesund ist. Gut, das könnt ihr ja in jedem Fall beweisen. Ihr habt witzigerweise noch 3 weitere Hunde bei euch zu Hause. Die sind ein bisschen kleiner. Die sind ein bisschen kleiner. Die kleinste hat Kleinwuchs und wiegt 1900 Gramm, ist aber die Chefin im Haus. Das ist ja wirklich verrückt. Ne? Also ist es ja meistens zu Hause. Ne? Die kleinsten Mädels sind dann doch der Chef im Ring. 3 Chihuahuas und Ramses, das ist schon eine sehr süße Mischung. Wenn der so futtert, was futtert der frisst einem ja wahrscheinlich die Haare vom Kopf, oder? Nein. Also er fängt morgens an mit einem halben Kilo Trockenfutter und frisst abends seine 2 bis 2,5 Kilo Fleisch, Gemüse, Haferflocken, eine Mohrrübe zwischendurch, 2 Äpfel zwischendurch, also von daher. Ist wirklich ein ganz gepflegtes Tier auch. Ich habe ja auch mal, also manchmal, also der ist wirklich, also er riecht nicht mal, muss ich sagen. Nein, also da kann man wirklich ran. Ein ganz feines, sauberes Tier. Er sabbert vielleicht ein kleines bisschen. Wie ist das so beim Kuscheln im Bett? Nein, er schläft auf seinem eigenen Bett und nicht bei uns mit im Bett, weil sonst wäre gar kein Platz. Und ja, dieses Sabbern macht es halt aus. Er ist halt nicht irgendwo, in der Fall nicht extrem gezüchtet oder irgendwas. Er stammt halt vom Dorf. Und ja, die Lefzen sind halt original, wie eine Dogge halt. Und es ist schon die ganz große Liebe ausgebrochen, oder? Deine Tochter ist auch mit dabei, die ist auch ganz verliebt in ihn. Genau. Es wird sich tatsächlich auch seine Tatze tätowiert. Richtig. Wann hast du das vor und wo kommt sie hin? Weil die Tatze ist ja doch ein bisschen größer. Ja, wenn der Titel da ist und alles fertig ist, kommt die Tatze entweder auf die Brust oder auf die Wade. Ah. Weil für einen Arm ist halt einfach kein Platz, die würde dann so halb rumgehen. Ich muss sagen, wenn so ein Tier in der Familie ist, dann ist das ja wirklich ein wahres Familienmitglied. Also ist ja wie so ein kleines Pony eigentlich schon fast zu Hause. Und er wird dabei gar nicht so alt. Also hat man auch schon so ein bisschen Angst davor, wenn der ihn irgendwann verlässt. Das reißt ja eine ziemliche Lücke rein, oder? Genau, aber also es ist alles geplant. Wir rechnen damit, dass er halt irgendwann ja verstirbt. Aber er bleibt zu Hause. Er wird dann eingeäschert und bleibt bei uns. Also ich muss sagen, dafür, dass ich im Vorfeld, ich nenne es jetzt auch mal respektvoll war, ich hatte ein wenig Sorge vor einem so großen Tier, aber mittlerweile muss ich sagen, gewöhne ich mich an Ramses. Ich finde ihn zuckersüß und verliebe mich sogar ein bisschen. Chris, meinst du nicht, so ein Ramses noch bei uns im Studio wäre schon... Hallo, ist schon süß, ne? Los, Ramses, hopp, hopp, einmal auf die Schulter. Da gibt es ein Kommando für, ja. Wirklich? Ja, dann, viel Spaß. Oh komm, das können wir doch einmal machen, Chris. Einmal komm, einmal bei... Ja. Ja, auf dem Rücken oder vorne? Nein, so auf die Schultern tippen. Ja, dann komm. Und dann macht er das auch. Okay. Und, was muss er machen? Hier, so. Na los, guck hier. Mal, Ramses. Das ist falsch, hier oben, Ramses, komm. Ja. Hier, oben. Klopfen. Rami, das machen wir sonst gleich nochmal. Ramses. Komm mal hier. Oh. Hier, komm mal hier. Oh, jetzt bist du zu aufgeregt, oder? Ein Lieber. Ah, du bist echt süß. Oh Gott, okay. Ich glaube, ich würde es gar nicht schaffen, weil 90 Kilo, das schmeißt mich ja um. Ja gut, das ist halt, damit musst du jetzt leben, wenn du so ein Ramses im Leben haben möchtest. Schön, dass ihr da seid. Super schön, Patrick Hein heute Morgen bei uns mit dem sehr wahrscheinlich größten Hund der Welt. Es wird sich demnächst entscheiden. Wann hast du es schwarz auf weiß? Wenn wir die Nachweise eingereicht haben, dann nochmal 12 Wochen. Nochmal 12 Wochen. Ich drücke ganz fest die Daumen, aber da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.